sein Herz, macht das Licht. Er rückt mich ins rechte Licht. Danke. Baga. 31. Folge Let's Try The Last of Us. Wir starten mit einer beliebigen Taste. Und fortfahren. Die Jagd, genau. Wir sind Ellie. Wir sind auf der Jagd nach einem Hirsch. Nachdem Joel übel verletzt wurde in der letzten Folge. Da ist unsere Ellie. Kurz Funktionen checken, aber ich bin ja jetzt Ellie, deswegen ist das alles ein bisschen anders. Vor allem habe ich nur diesen Bogen zur Verfügung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Gott, geht schon gut los hier mit den Sprachfehlern. Ich muss mal ein bisschen lauter machen. Ich höre hier irgendwie. Da bist du ja. Nix. Da bist du ja. Was ist mit ihr passiert? Sie hört sich so an. Ich meine, gut, hat viel durchgemacht, hat den lieben Joel da irgendwie rausgeholt. Warte mal, ich glaube, ich gehe oben lang, oder? Von oben ist immer gut, da sieht man alles immer sehr schön, kann man alles schön überblicken. Und ja, auf jeden Fall sind wir da übel gestürzt. Und ja, er scheint schwer verletzt zu sein. Wie es ihm aktuell geht, das wissen wir jetzt an dieser Stelle gerade nicht. Denn wir sind Ellie und auf der Jagd. Nach einem Hirsch. Und ich glaube, ich muss niesen, meine Nase kribbelt. Ja, warte. Ja, und es sind immer zwei. So. Sind das hier Fußspuren? Oder sind das hier Köttel? Sieht aus wie Köttel. Aber ich glaube, es sind Fußspuren. Was sind denn das für Geräusche? Ach, da oben ist er. Ja, dann. Nix wie ran. Natürlich schön im Hirschmodus. Damit wir ihn nicht verschrecken. Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Ach, da ist er. Gehen auf jeden Fall näher ran. Oh, ich weiß halt nicht, wie nah zu nah ist. Und ja. War das jetzt schon zu laut? Da ist er. Ah, trauen wir uns noch näher ran? Wie weit reicht denn das hier? Oh, ich weiß nicht, Leute. Warte. Ich warte, bis er wieder den Kopf runter macht. Er guckt genau hier hin. Deswegen. Ah, so jetzt. Ganz langsam. Langsam. Ja, ja, Ellie. Richtig. Hab dich! Na komm, dann können wir auch hinterherlaufen. Ja. Ein Kopfschuss wäre natürlich ein bisschen gnädiger fürs Tier. Aber von der Distanz jetzt irgendwie nicht zu machen. Jedenfalls nicht für mich. Ach, guck mal hier. Ja, ja, wir haben es auf jeden Fall getroffen. Weiterhin auf der Hut. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht die einzigen Jäger sind hier draußen in diesem wunderschönen zugeschneiten Wald. Es ist mittlerweile Winter. Ist es das, was wir gerade getroffen haben? Dachte, er steht da. Jetzt habe ich ihn wieder aus den Augen verloren. Da, Mensch. Ah, warte, ich gehe außen rum. Ich glaube, das ist ein bisschen sicherer, obwohl, was knackt denn hier? Bin ich das? Bin ich so knackig heute? Ich habe wieder Angst, dass wir ein bisschen zu weit weg sind. Langsam. Ja, ja, Ellie. Ich möchte versuchen, den Kopf zu treffen. Aber irgendwie hast du eine verdammt unruhige Hand, Kind. Komm. Nicht bewegen. Ja, du bewegst dich zu viel, Kind. Halt doch mal still. Ach, was war das? Komm schon, Ellie. Genau. Komm schon, Ellie. Komm schon, Fran. Was war das für ein lausiger Schuss? Ja, ich bin ein bisschen aus der Form. Ist schon wieder ein paar Tage her. Liegt der Fall hier irgendwo? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange hier.
diese Jagd. Aber wir brauchen Fleisch. Und ich möchte gern wissen, wie es Joel geht. Ehrlich gesagt. Das interessiert mich eigentlich ein bisschen mehr. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Wie viele Pfeile habe ich denn? Ich hoffe, genug, um das hier irgendwie zu mastern. Zu meistern, zu mastern. Hier liegen halt auch Stöcke auf dem Boden. Ich will halt nicht. Ah, pass auf, Elli. Draufsteppen, um ihn nicht zu verjagen. Aber brauche ich gar nicht. Ich krieg's ja auch so hin. Oh, wieder reife Leistung hier. Och, Leute. Das kann sich nur um Stunden handeln. Es blutet aber ganz schön, muss ich sagen. Obwohl ich es ja nur einmal jetzt getroffen habe. Ich möchte es erlösen, das arme Tier. Und mich dankbar erweisen. Für das Opfer, was er uns da bringt. Da unten ist er. Ja, so dieses da ranschleichen, daherschleichen, ist halt auch nicht so mein Ding. Ich bin halt immer so ein bisschen. Ach Gott, wie er humpelt. Ich möchte dich erlösen, Tierchen. Bleib doch einfach stehen und. Füge dich deinem Schicksal. So, Elli, komm. Oh Mann. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich getroffen habe. Guck mal, liegt hier im Pfeil. Nein, aber viel Blut. Ich bin irritiert. Warte, er ist von da gekommen. Ich bin von da gekommen, also muss er. Habe ich gerade einen Klicker gehört? Oder spinne ich schon? Habe ich den Lauscher? Oh, natürlich habe ich den Lauscher. Oh, ich könnte schwören, ich habe einen Klicker gehört. Da war es wieder, aber es war kein Klicker. Okay. Es war irgendein Tier. Ich weiß nicht welches. Wenn jemand weiß, welches Tier solche Geräusche macht, lasst es mich wissen. Wo ist es denn? Wieso lebst du noch? Oh, ey, Elli, du hast mich gerade voll erschreckt. Erschreckt? Erschrocken? Wie heißt es richtig? Jack hat gerade den Raum betreten. Jack, wir sind auf der Jagd. Och, Leute. Ich habe keine Geduld für sowas. Ich möchte immer zügig durch, aber wir genießen es jetzt einfach mal, diesen schönen Wald. Ich will auch nicht zu schnell wieder vorpreschen, nachher verscheuche ich es wieder und dann haben wir die ganze Folge damit verbracht, hier in hockender Position durch diese Folge zu schleichen. Ja, Jack. Du könntest mir Gesellschaft leisten, wenn du möchtest. Ich sehe es nicht. Ich sehe nur ein altes Haus. Was ist das für ein Ort? Genau, was ist das für ein Ort? Sind wir alleine hier? Ich habe ein bisschen Angst. Da ist auch ein Haus. Elli, nicht so schnell bitte, ja? Sachte. Ist auf jeden Fall da durch. Jack! Mein wunderschönes Katerchen, ich begrüße dich. Ah, ja, okay, ich glaube, wir müssen da runter. Jack möchte auch irgendwo runter. Möchtest du Obdach? Ach, Jack, es ist eigentlich gerade echt ungünstig. Entweder du kooperierst jetzt oder wir lassen es. Wir lassen es. Okay, wir gehen. Wir springen, wir hüpfen. Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Ja, ja. Habe ich eine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe. Meint er, ich könnte irgendwas Tolles finden mit ihr? Was glitzert da? Guck mal, da steht doch schon ein Regal. Da gehen wir mal hin. Vielleicht ist da was zum Mitnehmen. Ja, guck mal. So. Das war's auch schon.
anscheinend. Ah, ich bin immer so irritiert, wenn da so Kisten stehen. Ich denke mal, ich kann da drauf und... Super! Auch ein Comic. Hier, Savage, Starlight. Unsicherheit. Ja. Schauen wir mal, vielleicht wird das der Titel dieser Folge. Weil bisher sind wir sehr unsicher unterwegs, wie ich finde. Das dauert mir alles auch schon wieder viel zu lang. Kann ich durch dieses Fenster hüpfen? Das kann sie, das tut sie auch. Ja, gehen wir nochmal hier durch. Einfach um sicher zu gehen, dass wir alle Ecken gecheckt haben. So, aber ich suche immer noch das Reh. Das Reh, den Hirsch. Rehhirschbock, ich weiß nicht. Steht hier. Active Mine Area. Ach, ist eine alte Mine hier, oder? Jake, was machst du da mit meinem Jumpsuit? Oh, da liegt es. Aber ich bin auf der Hut. Ach komm. Oh. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Und was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast deine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Ich finden sie nicht. Ist hier noch irgendwas zum... Bewacht die Fenster. Okay. Warte, nachladen. Oh, ein Medikit. Ellie, nachladen. Ah, da kommt schon der Erste.
Habe ich hier so ein Fadendings? Nein, habe ich nicht. Wie hieß er denn? Der Schuss muss sitzen. Ja. Das schon. Du hast keinen Buch. Danke. Weiter so, Kleine. Ich hab nichts zum Schlagen. Oh, aber ich hab ein Messer. Ja, das nehme ich natürlich auch. Aber ich hätte gerne die Waffe wieder. Ellie, gib mir die Waffe. Lade nach. Du hattest recht. Geh mir aus dem Weg. Du kannst das Ding besser schießen als ich. Ich bin aufgeregt. Wie seid ihr denn? Was denn? Womit denn? Okay, warte. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Geht hier los. Na los, na los. Aber bisher ganz souverän. Was ist los? Was? Ich habe keine Kugel mehr. Gib mir die Kugel. Gib mir die Kugel. Nachladen. Nachladen. Aber es läuft gut, glaube ich. War da gerade einer? Hab ich nicht gesehen. Boah, aber die fallen auch Gott sei Dank direkt beim ersten Schuss um. Egal, wo ich treffe. Das ist in meinem Fall ganz gut. Ellie. Du machst es ganz toll, aber es wäre schön, wenn du ein bisschen schneller nachladen würdest. Warte! Eine Kugel noch! Eine Kugel noch! Oh, was rennt er mir denn? Ich hab Ruhe! Gib mir die Kugel! Gib mir die Kugel! Hinter dir! No! Ich wollte gerade sagen, es lief gut, aber dann musste ich nachladen. Eben diese Patronen, sind da noch mehr Patronen? Ja, da. Da kommt eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ja. Bitte mach keinen Stress. Bin dabei. Aber das Nachladen dauert halt auch ewig. Ellie! War daneben. Komm schon! Was bist du denn für ein lausiger Schütze? Ich hab keine Kugel mehr! Hilfe! Wieso hilft er mir denn nicht? No! Das war Nummer 2. Ellie. Nichts hier. Bitte. Waren hier noch welche? Okay, nochmal. Ja. Komm schon, ey. Komm schon, ey. Ich hab schon wieder keine Kugel mehr. Gib mir die Kugel! Nimm die Munition! Ja, ja! Sag mal, was bist denn du für ein komischer Typ? Ehrlich. Oh, hier sind noch Kugeln. Da sind noch Kugeln. Sind da noch mehr Kugeln? Wir müssen hier raus. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Da ist er. Warum? Ich bin noch gerannt. Scheiße, die vierte. Komm schon. Ich halte sie an. Wer wacht die Treppe? Wohin? Wohin? Erstmal die Schublade leer machen. Komm mit. Hier durch. Okay.
Weißt du, wo es lang geht? Ich weiß noch nicht. Na toll. Toll. Ich wollte sagen, alles toll. Frei. Ich möchte nicht hier rennen. Ich folge dir. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Aber und um pass mich? Auf. Vielleicht. Hey, Kleine. Alles klar? Ist okay. Mehr Klicker. Verschwinde da! Klicker? Oh no! Oh no! Das ist auf jeden Fall ein Fall für Pfeil und Bogen. Kommt er jetzt hier um die Ecke? Ellie? Wo ist er? Boah, Leute. Ich will diesen Stein da haben. Den da. Oh, wartet kurz. Ist halt auch verdammt nah. Ich will. Was mache ich? Wie mache ich's? Wartet kurz. Stillhalten, dann bekommt ihr nicht mit, dass wir hier sind. Oh, Leute. Wie werfe ich nochmal? Ellie? Hä? Wie werfe ich denn nochmal? Na, ich konnte nicht werfen, weil ich wahrscheinlich zu nah an der Wand stand. Das war doof. Habe ich zwei Pfeile verschossen für einen Klicker. Das war mehr als unnötig. Wo geht er hin? Oh, Leute, es ist nicht meins. Vor allem, ich habe keinen Molotow. Ich habe nichts außer Pfeil und Bogen. Ich dachte gerade, er kriecht jetzt durch das Loch. Geh weg, bitte. Von mir. Wieso drücke ich denn nicht? Oh, was mache ich denn schon wieder? Oh, Leute. Ich bin heute überhaupt nicht in Form. Ich bin gar nicht bereit dafür. Was steht denn hier um? Oh, guck mal. Kann ich was herstellen? Nö. Schade. Wo ist er jetzt hin? Ah, Leute, es kann sich nur um Stunden handeln. Versuchen es nochmal so. Kommt er. Oh. Der hat es aber eilig gehabt jetzt. Es sind sogar zwei. Ein ganz sauberer Treffer. Fantastisch, Ellie. So soll's sein. Ich hätte nur gern den anderen auch noch. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er denn da unten? Okay, wartet. Das ist auf jeden Fall ein Pfeil. Den nehme ich mit. Ja, ich habe Alkohol gefunden. Und ein Lumpen, aber es scheint wohl nicht zu reichen. Wie ist denn hier Bestandsaufnahme? Ja, nichts geht, ne? Das ist die Bestandsaufnahme. Wo ist mein Pfeil? Gut. Muss ich da runter? Macht das Sinn? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Ah, Leute, wir schaffen das heute. Wir müssen. Meine Stoppuhr ist irgendwie aus. Ich weiß gerade gar nicht.
wo wir sind. Ach, die sind unten, ja. Also hätte ich auch da unten hingehen können, aber ehrlich gesagt möchte ich das gar nicht. Fühle ich mich hier oben doch etwas sicherer? Wie soll ich euch denn treffen, wenn ihr so komisch rumzuckt? Könnt ihr da nicht ein bisschen kooperativer sein? Wo ist er jetzt? Och, das gibt es nicht. Wir haben auch keinen Stein mehr. Leute. Ja, es ist auch einfach Unfähigkeit, ne? Meinerseits. Ach, Elli. War es der letzte? Er ist auf jeden Fall irgendwie noch da seine Runden am Drehen. Aber ich glaube, das war's, oder? Möchte nicht zu voreilig sein, aber... Ach, guck mal, hier ist ein Stein. Hat hier irgendwie ein Pfeil überlebt. Ja, guck mal, einer. Das ist doch schon mal was. Ach, hier wäre eine Leiter gewesen. Ich hätte gar nicht springen müssen. Das ist natürlich... Good to know. Ein bisschen zu spät vielleicht an dieser Stelle, aber... Was soll's? Warum laufe ich denn hier eigentlich wieder... ohne Taschenlampe durch die Gegend? Ah, okay. Ja, war ja dann doch ganz okay von der Umsetzung her. Guck mal, hier liegt noch Stuff. Das nehmen wir alles mit. Jetzt können wir auch was herstellen. Das machen wir auch direkt. Natürlich ihn hier. Hm. Ach komm, einer. Einer geht. Ist jetzt nur wieder die Frage, wohin? Und irgendwie ist er... Ach guck mal, sie kann da hochklettern. Ja, das ist das Loch, wo ich eben vorstand, wo ich noch dachte, hier soll ich da hin, soll ich da nicht hin. Ich wollte nicht hin. Jetzt sind wir trotzdem durch. Warte, von hier bin ich gekommen. Hier war doch irgendwo gerade... eine Leiter oder sowas. Habe ich da nicht eben eine Leiter gesehen? Ach, da ist sie. Gott sei Dank. Ich wollte schon gerade wieder... Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Wo ist die Tür? Zeig mir die Tür, ich will auch zu der Tür. Oh, warte. Das war knapp. Ach, warte. Wenn du es jetzt doch nicht mehr so eilig hast, dann lass mich nochmal... Leiter sollte es gehen. Welche Leiter? Sind hier noch mehr Klicker? Habe ich gerade wieder einen Klicker gehört? Wo kommen die denn immer her? So, welche Leiter denn? Ich check's nicht. Ich hab's nicht gesehen. Dieser Hinweis war wieder so phänomenal. Ich raff's nicht. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? Ach, da. Warte, hier? Nee, es ist doch diese Wand. Ja, dann komm. Hier. Guck mir hoch. Komm her, hilf mir rauf. Hilf mir rauf. Lasst mich meine Uhr checken. Okay, fertig? Mhm. Dann los. Wir müssen gleich eigentlich mal einen Cut machen. Um ehrlich zu sein. Um die Uhr nicht zu strapazieren. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Ah, Leute. Spannend. Ja, komm, wir versuchen das hier eben noch schnell zu bewältigen, bevor ich einen Cut mache. Ich weiß nicht wieso, ich möchte instinktiv hier lang gehen. Einfach weg von denen. Jetzt ist aber die Frage, wo sollte ich jetzt nochmal hin? Irgendwas war mit einer Leiter. Ist da hinten einer? Ja, da hinten ist ein Klicker.
Ups. Ach, das ist er. Okay. Ja, wie machen wir's? Kopfschuss oder mit Pfeil und Bogen? Ich weiß es nicht. Bin ich von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. Ich muss da drüben hin. Hinter mir ist auch einer, aber wo kommt denn diese Geräusche alle her? Ach, da unten ist er. Ja, gut, da unten habe ich dich nicht wahrgenommen. Und das war der letzte Pfeil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt geht's nur noch im Lautmodus weiter. Was ist da oben los? Alles okay? Ja, ja, alles okay. Was ist hier wohl los? Ich kämpfe ums Überleben. Ich besorge hier die blöde Leiter. Ich nehme diesen Pfeil mit. Und diesen Stein nehme ich mit. Wir müssen eigentlich einen Cut machen. Aber wir machen das noch schnell. Ist das unter mir oder ist das neben mir? Ist das auf jeden Fall unter mir? Ja. Ach, guck. Ja, die machen wir gleich platt. Wir nehmen erstmal hier den Stuff mit. Ein Firefly-Anhänger von Travis. Jetzt habe ich es weggemacht. Travis Christoph. Ein Schrank mit vielen tollen Sachen drin. Elli, steh auf, bitte. So, lass uns noch mal kurz gucken, was wir herstellen können. Auf jeden Fall ein Medikit. Sicher ist sicher. Ach, und meine geliebte Nagelbombe. Weiter geht's. Wir suchen immer noch die Leiter. Da vorne liegt sie, aber ich möchte die, glaube ich, erstmal von hier oben aus ausschalten. Einfach, weil ich es kann. Sollen wir es machen? Komm, wir machen es so. Alle dahin. Da ist einer. Ist er gerade da hochgeklettert? Können die das? Das war mir gar nicht bewusst, dass die auch so eine richtige Wand hochklettern können. Ist hier noch was zu mitnehmen? Nein. Gut, dann nehmen wir diese Leiter und geben sie ihm. Okay. Bitte schön. Hallo. Gut, Achtung. Tue ich mir weh, wenn ich hier so runterspringe? Na komm. Ich probiere es mal. Oh, geht. Elli? Boah, ich wollte sagen, kannst du bitte die Leiter hochgehen? Ich bin ein bisschen nervös. Los. Ja, du bist auch so ein bisschen so ein Stressmaker. So ein kleines bisschen nur, ja? Und du lässt mich jetzt vorgehen. Dein Ernst? Die Tür. Nee, wir gehen nicht durch diese Tür. Wir verabschieden uns mit dieser Tür. Einfach, weil ich einen Cut machen muss. Das heißt, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder mit dieser Tür. Keep out. Oh, ich mach mal Pause. Ich bin so angespannt. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in Folge 32 wird es dann sein. Und ja, dann mache ich jetzt hier meinen Cut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Mensch, Share-Taste.